Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und erlebt, wie ich Whiskys erlebe, entdecke und erfahre und zum Schluss auch bewerte. Wie bewerte ich Whiskys? Ich sage einfach, wie viel dieser Whisky mir wert ist. Da kann ich manchmal ziemlich daneben liegen, aber so ist es halt. Ich versuche natürlich auch ein paar andere Dinge herauszufinden, wie zum Beispiel, ob es ein Single Malt ist oder das Land oder andere Dinge, ob ein Cask Strength oder hoher Prozentanteil von Alkohol ist. Aber das zählt nicht. Es zählt zum Schluss der Preis, weil das ist das, was nachher einfach nur zählt. Neben dem Geschmack natürlich, aber das ist, spiegelt halt den Geschmack halt wieder. So, wir haben ja hier so ein, ihr kennt ja schon das Prozedere, gehe ich mal von aus, denn ich kann das ja nicht jedes Mal neu erzählen und wir wollen die Videos ja auch nicht zu lang machen. So, dann wollen wir uns den nächsten Whisky uns aussuchen. So, das ist die 11. Die 11. Ah, letztes Mal hatten wir 10, jetzt haben wir die 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Upsala. 11. So, dann wollen wir mal sehen, was das hier für ein Whisky ist. Einer ist und jetzt kommt er rein. Ach, ganz schön viel reingeschüttet. Naja, egal. Gut, hier. Naja. Also ein bisschen weniger ist besser, weil dann kann man besser das Glas benetzen. Aber egal, ist jetzt nicht schlimm. Auch er kommt fruchtig ein, hat aber einen Hauch von Eiche und eine interessante Fruchtnote. Die mich ein bisschen an doch fast ein bisschen so nussige Sachen. Schwierig zu sagen. Es ist ein ganz bestimmter Geruch. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Kirsche. Also ein, er hat einen nussigen Eichencharakter. Hat eine schöne Frucht. Bisschen zitrusmäßig. Ungefähr, aber er bewegt sich hier in diesem Rahmen, so in dem mittleren Bereich. Hat aber auch die tieferen Ebenen drin, also. Aber er hat so einen Touch, so eine, ich wollte nicht Säure sagen, aber die durch den Alkohol, der durchaus ein bisschen höherprozentig sein kann. Oh, der könnte zu so 43%. Also ist jetzt keine Fassstärke, glaube ich nicht. Ja, aber er kommt jetzt so ein bisschen. Jetzt wird er wieder nussiger. Jetzt kommt ja, welche Nuss könnte das sein? Na, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Walnuss. Walnussmäßig. Okay. Wow. Nicht, dass ich mir da jetzt so viel reingezogen habe. Frucht kommt direkt rein. Bap. Benetzt direkt den gesamten Mundraum. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel genommen. Also Alkohol spüre ich deutlich. Kaffeeabgang ist mit Kaffeearomen, fruchtig,
langanhaltend immer noch. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, vom Aroma her, ja, kommt das. Jetzt muss ich mal hier einen Schluck nehmen, weil ich glaube, ich habe jetzt einen zu viel großen Schluck genommen. Es hat jetzt den ganzen Mundraum betäubt. Und trotzdem kam der Geschmack voll durch. Wow. Also komisch, dass das Aroma hierbei nicht mit dem Geschmack übereinstimmt. Er hat einen höheren Alkoholgehalt, würde auf 46% schätzen. Hat eine, ja, starke Kaffeenoten, die Fruchtaromen, könnte vielleicht ein Sherry sein, Orolose Sherry. Orolose Sherry. Also das, ja, sehr kräftig. Ja, also dieser Whisky ist durchaus ein schöner Whisky. Ich vermute mal, er wird so zwischen der 35 bis 45 Euro Preisrange hängen. Also da gehört er gut hin. Nur das vom Aroma her, da könnte er mehr haben. Aber schöne Kaffeenoten. Aber leichte Kaffeenoten. Keine Espresso-Bombe. Sondern die so richtig, ja, wirklich streichelt. Nicht sanft streichelt, streichelt. So würde ich das sagen. Ha, schwer. Also, ich tippe mal. Also irgendwas mit Sherry hat er auf jeden Fall, könnte ich mir gut vorstellen. Er hat etwas mehr Prozente. Gut gelagert, höherprozentig. Also könnte auch ein Zwölfjähriger sein. Muss aber nicht. Er könnte Bohemian sein. Ich gehe mal auf 40 Euro. 35, 45, das wäre so die Preisrange. Ich sage jetzt 40 Euro. Das wäre für mich dieser Whisky auf jeden Fall wert. Ich würde auf 45 zahlen, aber jetzt sage ich 40 Euro. Genau die Mitte. Und dann schauen wir mal, was jetzt dabei herauskommt. Was haben wir denn hier für einen? Da muss ich mal genau gucken. 44. Ist nicht ganz gut zu sehen, aber man kann es lesen. 44. 44. Hohe Nummern. Okay. 44. Das ist der Kutwoods Foundation Choice. 60 Euro. Single Malt, England. Ein Englischer.
Ja, da lag ich jetzt 20 Euro daneben. Ja, das ist schon viel, ja. Gut, aber in Cottbus, da muss man wissen, okay, das ist jetzt 60,9%, ja. Ja, ich habe so auf 46 geschätzt. Wenn man das natürlich überlegt, das müsste man eigentlich draufziehen, dann ist man schon wieder höher und das ist dann ein Badge. Also das ist steht zwar jetzt hier nicht explizit drauf, da ist er übrigens. Das ist ein Badge. Also nicht große Charge, Badge 2 genau genommen. Gut, Noten von getrocknetem Heu, geschlagenem Holz mit dunkler Schokolade, getrockneten Feigen und Pflaumen und süßen Sirup. Geschmack wärmend mit Cerealiennoten, frischen roten Früchten und Butterscotch. Ja, vielleicht war es das Butterscotch, was ich da geschmeckt habe. Lang und trocken mit Anklang von würziger Eiche, Trockenobst und anhaltende Nussigkeit. Fasstyp amerikanische Rotweinfässer. Wusste ich nicht. Amerikanische Rotweinfässer. Das ist interessant. Und deswegen habe ich so auch diese Sherry ist ja eine Taube. Also habe ich mir gedacht, das hängt damit irgendwie zusammen. Ja. So ganz so verkehrt war ich da nicht. Okay. Für die Abfüllung der englischen Brennerei Cottbus wählte der Gründer Daniel Essor die amerikanischen Rotweinfässer persönlich aus. Bei der Fasstechnik wurde Jim Swan zusammengearbeitet. Sie wurden von Vorverwendung aufbereitet und zuletzt stark aufgekohlt. Nachdem der Whisky-Experte 2017 verstarb, wurde die Edition auch zu seinen Ehren abgefüllt. Ja, Cottbus, also ein Whisky, wo man sich noch ein bisschen dran heranarbeiten muss. Für einen Anfänger oder so vielleicht nicht gerade der beste Whisky. Ich bin ja schon froh, dass ich ihn wenigstens einer höheren Preisrange schon mal geortet habe. Hätte ich gewusst, dass es, also hätte ich es rausgespürt, dass es wirklich Fassstärke wäre, hätte ich dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Wäre vielleicht bei 50 Euro gewesen. Ja, es ist ein englisches Badge. Ja, okay, gut. Kann man so sehen. Aber ich sage, 40 Euro wäre dieser Whisky wert. Ja, so ist es halt. Wenn man blind verkostet und sagt, man möchte gern ehrlich sein, dann bin ich jetzt auch ehrlich und sage, ja, so ist es. Ich mag den Whisky. Ich finde ihn ganz gut. Ob man ihn kaufen muss, soll jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall hat mich dieses Video mal wieder gefreut, weil Cottbus freue ich mich, wenn ich so ein Whisky im Glas habe und kann so ein schönes Video dann hier drehen. Ja, das war's dann für heute mal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben oder eine Glocke hinterlassen. Abo, alles Mögliche, auch einen Kommentar natürlich, freue ich mich. Weil ein bisschen Interaktion und Kommunikation ist immer schön. So ist es ja nur immer eine Richtung von mir zu euch. Und ich möchte natürlich auch gerne von euch zu mir was haben. So ist es halt. Ja, so ist es. Und wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja schon. Ja, jetzt habe ich mich leicht verhaspelt. Machen wir es kurz. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.